Laute Musik, eine nette Atmosphäre und das ein oder andere Bier. Dafür ist das Dong Open Air auf der Halde Norddeutschland bekannt. Doch bis hier die Anlagen richtig wummern können und das Bier in angemessener Temperatur fließen kann, sind einige Tage Aufbau nötig. Donnerstag beginnt das Festival offiziell. Doch bereits am Mittwochmittag haben sich ein paar eingefleischte Dong-Fans aufgemacht und die 102 Meter hohe Halde erklommen. Veranstalter Stefan Lier weiß, warum sich der Aufstieg lohnt. Wir sind einmal mehr total abwechslungsreich. Also wenn man auf Gitarrenmusik bzw. Rock und Metal steht, dann findet man hier immer was auf jeden Fall. Also wir haben alle Subgenres des Metal-Bereichs abgedeckt, genauso wie Rock. Und Highlights sind definitiv die 3-Tages-Headliner. Also morgen Amorphis, am Freitag dann Bloodbath und am Sonntag sind es Testament. Das sind auf jeden Fall fette Acts, die auch somit das Größte sind, was wir bis jetzt hier in 16 Jahren hatten. Und in 16 Jahren hat sich nicht nur der Bekanntheitsgrad der angeheuerten Bands vergrößert, auch das Festival selbst wächst immer weiter. So dürfen die rund 2000 Festivalbesucher sich bei der 16. Ausgabe des Dong Open Airs beispielsweise über ein neues Zelt freuen. Doch ein tolles Line-up und ein entspanntes Publikum hin oder her. Diesen Sommer standen Musikfestivals noch unter keinem guten Stern. Das Southside Festival in Baden-Württemberg musste abgesagt werden, Rock am Ring in Rheinland-Pfalz und das Hurricane in Niedersachsen konnten nur teilweise stattfinden. Der Grund waren jedes Mal Unwetter. Auch das Festival auf der Halde Norddeutschland kann nur bis zu einer bestimmten Grenze durchgeführt werden. Sobald es gewittert, bedeutet das für Veranstalter und Besucher den Abbruch. Wir haben unser Sicherheitskonzept und wissen, was wir im Falle eines Gewitters oder Starkregens etc. machen werden. Darüber hinaus kann man sich nicht weiter vorbereiten. Also ne, Wetter ist die einzige Größe bei so einer Veranstaltung, auf die man keinen Einfluss hat. Und dementsprechend, ja, man bereitet sich so weit vor, wie es denn irgendwie geht, dass man die Logistik auch bei Regen noch gestemmt bekommt etc. Aber darüber hinaus, da bleibt nichts anderes als hoffen. Die Wettervorhersage für den Kreis Wesel verspricht einen Mix aus Sonne und Wolken mit kleineren Regenschauern. Mit Glück steht den Metal-Fans in Neukirchen-Flühn bis zum Festivalende am Samstag, also keine Gewitterfront im Wege.